Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Earthbound. Selber Ort, andere Mission. Ich habe schon irgendwie vor gefühlt 300 Millionen Parts das gedacht, der nächste Schritt sei jetzt die Affenhöhle. Nur jetzt ist es bestätigt. Das ist einmal. Nämlich der Meister meditiert nicht mehr. Okay, okay. Hast du ein Skip-Sandwich? Ich bewege mich weg, wenn du eins hast. Kannst du mir eins geben? Ich habe kein Skip-Sandwich. Und Picknick-Lunch. Also Skip-Sandwich und Picknick-Lunch. Das geht so weiter. Also man muss. Das ist jetzt wie so eine Art Irrgarten. Man hat immer zwei mögliche Wege. Und du musst immer wieder halt dem das geben, was er von einem will. Also. Hier haben wir ein Skip-Sandwich. Hier haben wir ein Picknick-Lunch. Jetzt nicht von dem Maulwurf sich von hinten attackieren lassen. Also der Teil vom Spiel kann teilweise sogar etwas nervig sein. Weil ich glaube, das ist wirklich groß. Nur gibt es wirklich sehr viele Items, die man ranholen muss. Ich kenne wirklich die nicht auswendig. Also Skip Sandwich. Ein Skip Sandwich. Dann geht er weg. Und ein Picknick-Lunch. Wir machen von links nach rechts. Aber wir haben eine Kiste gefunden. Wow, eine Pizza drin. Also. Hier brauchen wir eine Red Table. Ah, eine Pizza. War da eben eine. Hier haben wir noch mal eine Pizza. Ist mir gut. Ja, ich bin Full HP. Irgendwo in all diesen Räumen solltest du Dragonite erhalten. Du denkst wirklich, dass Dragonite von Drachens gemacht worden ist? Übrigens, ich gebe dir ein frisches Ei. Wenn es ausrennt, kannst du hier zurückkommen. Du kannst so viele Eier dir ranholen, wie du willst. Ich halte ein frisches Ei. Also dieses frische Ei, das schlüpft nach einer Zeit. Dann wird aus dem Küken. Man muss mal wieder zurück und sich Neues holen. Born a Red Table. Ich weiß auch, wo wir die gebrauchen können. Du hast eine, danke. Das habe ich gar nicht. Ich muss ein bisschen was wegschmeißen. Erstmal, was ihr haben wollt. Hamburger. Ich
Also weiter wollte ich Hamburger haben. Ach, jetzt müssen wir ja ein bisschen Inventarplatz wegschmeißen. Boah, ein Ruler, also ein Lineal und ein Hamburger. Okay, einen von beiden kann ich damit schon mal glücklich machen. Dann haben wir eine Broken Tube. Also Hamburger und Pro. Doch, wir brauchen Hamburger. Das ist das einzige, wo wir es aktuell noch nicht haben. Protein Drink. Aber nicht. Pizza. Haben wir. Ah, jetzt haben wir einen Küken. Wir haben jetzt ein Chick und kein frisches Ei. Protein Drink. Wir schauen einen Weg. Der Film, wo wir das benötigt haben. Hier. Ich glaube, das war ein zweiter. Da waren hier die zwei Hamburger. Hier war es nicht. Irgendwer wollte doch auch einen Proteindrink haben. Doch vielleicht hier. Tja, jetzt hat man schon die Orientierung verloren, nicht wahr? Ah, du hast. Hast du einen Fangpender dann gefunden? Mach dir das Chicken. Chicken, ein echtes Chicken. Bitte ist es nicht. Das Chicken ist so schnell weggerannt, wie es konnte. Hier dann. Du wolltest einen Pudding-Drink haben. Hier, wow, ein Hamburger. Die Stelle finden, wo das Hamburger benötigt worden ist. Ich glaube, das ist eine komplett andere Abzweigung, wo wir noch nicht waren. Ah ne, du nimmst Hamburger. Solltest auch ein Hamburger ran, Mann. Boah, back off. Good night. Okay. Mit meinem Drachen. Ich muss damit zurückkehren zu dem einen, der dieses Back of Dragonite mal erwähnt hat, oder?
was damit dann passiert. Weiß nicht, ob es auch irgendwo Abzweigungen gibt, wo ich noch nicht lang gegangen bin. Ich glaube, ich mir irgendwie einen Hamburger ranholen muss. Oh, schon mal einen Hamburger ran. Andererseits glaube ich schon, dass es noch Abzweigungen gibt, wo wir noch nicht waren. Ich kann mich nicht entscheiden. Also diese Ortidee ist echt. King Banana. Gibst du mir ein Geschenk? Ich nehme das auch so. Ah, du willst den King Banana haben. Also Hamburger und King Banana. Den Hamburger, den muss ich mir einfach holen. Oh, diese wunderschöne monotone Musik trägt auch zum Feeling dabei. Du Hamburger? Nee. Oh, da hilft nichts. Toll, weil ich hier den falschen Bus hier angewählt habe. Ja. Machen wir erstmal eine kleine Weltreise, um seinen Hamburger zu importieren, weil ich bezweifle, dass es den hier irgendwo gibt. Irgendwo. Ja, da unten gibt es so einen Essensladen. Da die Bäckerei. Bäckerei. Hamburger. Die Pizzeria in Hamburger. Oder habt ihr nur Pizza? Ich muss die telefonisch bestellen.
Jocks aus dem Telefon. Ah. Ja, wahrscheinlich zweiter. Also nur, also ich habe hier keinen Bock jetzt hier nach Onet zu reisen. Yes, ja, ja, ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was neben der Pizza sonst auch benötigt worden ist, neben dem Hamburger sonst auch benötigt worden ist, um weiterzukommen. Ach, die King Banana, genau. Da weiß ich mal, was das sein soll. Ich glaube, das ist einfach, das kriegt man irgendwo. Willst du? Das ist nur Zeitverschwendung. Die EP, die lohnt sich ja gar nicht. Ah, ich glaube, am Debt Store besteht eine gute Chance, dass dann irgendwo man sich einen Hamburger kaufen kann. Natürlich hätte ich auch direkt einen Foresight da bei dem Einkaufsladen hingehen können, das hat sich ja null gelohnt. Nein, ist zu weit. Hier wird man angefahren und ich jetzt auch. Burger. Ich hätte gern einen Hamburger. Und irgendwo in der Truhe gleich finde ich noch einen Hamburger und merke dann, dass hier dieser Trip komplett sinnlos gewesen ist. Das ist halt sogar gar nicht mal so für unwahrscheinlich. Ah, nein. Was mir gerade auffällt, ist, dass Tweet ja gar kein Debt Store hat. Also diese Affenhöhle, die wäre, das werde ich nicht in zwei Parts aufsplitten.
Weil ich glaube, dafür muss man einfach im Element sein. Wo ich auch schon wieder wahrscheinlich die Hälfte vergessen habe. Besser als wenn ich jetzt einen Tag warte. Und dann alles vergessen habe. Also irgendwie finde ich ja die Affenhöhle ist eigentlich ein recht gutes Konzept. Ich meine, es ist halt nervig, aber irgendwo auch einzigartig und irgendwo auch kreativ. So, ich bin ja wirklich zwiegespalten, wie ich das hier finden soll. Aber ich finde, es ist eine gute Abwechslung. Dass dieser Maulwurf nicht wie die anderen Gegner Schiss vor uns haben, sondern immer noch meinen, sie müssen uns attackieren. So, Hamburger habe ich rangeholt. Jetzt darf ich noch den Maulwurf finden, der das ja haben wollte von uns. Oh, es levelt. Nee, Jeff Level 36, Offensive 1, Defensive 1, Speed 1, Vitality 2, IQ 2, Luck 1, HP 15. Ja, es ist Jeff, weil sonst hätte ich PP als Upgrade bekommen. Boah, direkt First Try gefunden. Boah, Flame Pendant. Kann ich das irgendwie ausrüsten? Das ist jetzt Feuerresistenz. Eine Sache kann ich mir nicht verkneifen. Hast du ein Flamplant gefunden? Oh nein, du kennst nicht die Antwort. Hier ist ein anderes Fresh Egg. Was für Zeugs. Es muss doch noch mehr geben als jetzt einfach nur. Ich gehe jetzt mal alles wirklich von links nach rechts ohne Gnade durch, weil da muss noch mehr Abkürzung geben außer die King Banana, weil da weiß ich nicht, wie ich da rankomme. Ich glaube, ich bin mir wirklich sehr sicher, dass das fühlt sich. Meine Intuition sagt mir, dass sich das nicht richtig anfühlt. Da muss es doch noch mehr geben. Hier ist die King Banana. Hier ist noch ein Weg. War ich hier schon? Anscheinend nicht. Ah, willst du ein Fresh Egg haben? Ah, du willst einen Ruler? Ey, jetzt kann sie seinen eigenen Schwanz messen. Ja, kleine lustige
Meine Freunde können teleportieren, was? Du hast noch nie davon gehört? Dann gebe ich dir eine King Banana. Das macht keinen Sinn, oder? Aber ich bin attraktiv. Denkst du nicht auch so? Okay, dieser Gesprächsverlauf, der war auch 10 von 10. Geben wir erstmal die King Banana ab und wenn wir nicht weiterkommen, dann müssen wir das immer mit dem frischen Ei machen. Ich bin gestorben und bin zum Affenhimmel hervor aufgestiegen. Oh, zwei Items. Boah, ein Hamburger. Ich liebe Tal Amram am meisten. Er ist ein Freund von den Affen. Er hat einen Song geschrieben für Tal Amram. Für einige aus einem komischen Gründen ist eine Fleischschild geformte Eisenstatue den Weg am blockieren. Weißt du, was ich mich frage? Paula wurde ja entführt. Was ist, wenn Paula, also wenn man diesen Bleistiftradierer, wenn man den Paula gibt? Oder warte mal. Ich glaube, das ist der Ausgang, weil der Weg breiter ist. Jetzt den Hamburger, den ich mir eben außerdem doppelt gekauft habe. Okay, Zeitlimit. Muss hier die Stelle finden, wo ich das Ei abgeben muss, bevor es schlüpft. War doch hier, oder? Als ich mir 100% groß war. Hier war es nicht. Ich glaube, hier war es. Aber jetzt bin ich komplett lost. Okay, hier nicht. War doch eben richtig. Und ich habe gedacht, es wäre falsch und einfach zu weit gegangen. Wie dumm. Ja, Schmerz. Oder hier? Ne, hier nicht. Noch ein zweiter. Fresh Egg, jetzt Moment der Wahrheit. Das ist schon geschlüpft. Was? Okay, war gerade ein anderer Text. Irgendwas mit. Das Küken scheint glücklich zu sein. Von mir, ich hab noch gemeint, das wäre falsch, obwohl es richtig. Warum bin ich dann zurückgegangen? Wie dämlich. Der Weg breiter? Ja. Ich hoffe, hier geht's einfach. Ich hoffe, das ist der richtige Weg.
hier rein. Jetzt muss ich raten. Weil mein Spatzenhund hat das schon wieder vergessen. Oh Gott. Nein. Aber wenn jetzt hier die Pencil-Statue kommt, weiß ich sogar, glaube, dass ich falsch bin. Verdammt, verdammt. Der wird mal nicht bescheuert. Bitte. Oh, danke. Ich darf weiter. Und ein Neutralisator. Ich esse nicht schon bereits. Neues Item. Ja, ich habe aber keinen Platz im Inventar mehr. Geht ruhig, könnte das Scratch Charm entfernen. Aber ich glaube, ich brauche jetzt ja sowieso diese Fleischstift-Radier-Dings. Also verkaufen. Immer risky. Nein. Verkauf mal das. Ich verkaufe jetzt noch mal ein paar Secret Tips, brauche ich eh nicht. Nicht so viele. Eigentlich brauche ich gar keine. Cargo Express. Delivery. Nein. Also, den Pencil Eraser. Dann gebe ich dir auch mal den. Neutralizer. Picnic Lunch. Aber wenn man sich selbst, genau, das Item, was, wenn man sich selbst ein Item gibt, dann verschiebt man das ganz nach hinten. Das mache ich sehr häufig so im Late Game oder End Game, wo man, wenn man dann, wenn Jeff dann einen Raketenwerfer kriegt, dass dann der Raketenwerfer ganz weit vorne ist. Gewonnen.
Der erste rechts. Ich glaube, der nächste links. Und dann rechts. Komm, lass mich einfach recht haben, okay? Dann fühle ich mich einmal intelligent. Yes, haha. Okay. Pencil Eraser. Aber dann klappt meine ursprüngliche Befürchtung noch halt. Was ist, wenn Paula den Eraser im Moment hat? Ich meine, sie wurde entführt. Die Kiste, tada! Live Nudeln. Wow, Breadfruit. Die Wahrheit von Raum und Zeit bewegt dich mit dem Universum mit wie eine Welle. Weit mag durch Ort und Zeit bestimmt werden. Und sie macht dich zu Menschen bekannt. Ich habe auf dich gewartet und bist gekommen. Die Bestimmung hat das für möglich gehalten. In Wahrheit ist sogar alles schon bereits vorher determiniert. Ness, Paula, Jeff und Pooh, wenn ihr diese vier Kräfte zusammenfügt, wird der Raum gedehnt und das wird wieder die Welt, den Frieden, die Welt zurückbringen. Hast du das verstanden? Es ist egal. Mach einfach so weiter, wie du es dir wünschst. Öffne die Schätze und nimm, was drin ist. Bist du in Suche nach dem? Jemand hat das in dem Loch hinterlassen. Der Joghurt-Dispenser. Das Abenteuer, das vor dir liegt, wird nicht einfach sein. Ich gebe dir eine spezielle Fähigkeit, die dir hilft, durch den Raum zu bewegen, wie du willst. Lerne diese Fähigkeit von den Affen da drüben. Willst du diese Fähigkeit lernen? Ja, ha, das ist wunderschön. Sprich da zu den Affen. Ich werde die Spezialfähigkeit geben, die der Rauch hier, ja. Ja, ich wollte mit dem Affen eigentlich reden. Und wenn man die Fähigkeit nicht lernen will, dann soll man nicht mit dem Affen reden. Ich werde die Teleportation lernen. Lass uns nach draußen gehen. Ich liebe Talarama am meisten. Er ist ein Freund von den Affen. Hier ist ein Lied, das ich für Ranatami mir ausgedacht habe. Okay, ist ein bisschen Ausgang. Wird so schön sein, dieses Gebiet jetzt auch mal wieder zu verlassen. Willkommen, unser Paradies ist hier unten. Talarama ist groß und nett und er weiß alles, weil ja Räume erstellt. Folge mir, dieser Weg. Erstmal muss noch dieser Maulwurf uns nerven. Okay, ich mache die Demonstration von einem Lehrer. Wenn du das sehen kannst, kannst du irgendwo hingehen, wo du schon mal vorher gewesen bist. Und zwar sofort. Die Fähigkeit kann nicht an Raum oder im Untergrund benutzt werden. Okay, ich bin zur Vorzeit gekehrt und zurückgegangen. Ich habe dir die Basics gelernt in dieser Einführung. Wenn du genug Geschwindigkeit erreicht hast, während du dich bewegst und wenn du auch genug Raum hast, okay, dann versuchst du es nicht, junger Mann. Versuch's doch mal und glaub in den Monkey Teacher. Okay.
Ja, vielleicht, wenn ich irgendwo mal das Ganze machen kann, wo mal frei ist. Also man kann natürlich die Richtung ändern. Also ich muss jetzt nach unten und dann einfach am richtigen Timing nach rechts. Ich hatte schon die ganze Zeit nach unten gedrückt. Yes. Ness hat gelernt, wie man Peace als Teleportation nutzt. Großartig, okay. Der Lehrer geht jetzt nach Hause. Damals. Ich würde gerne nach Foresight. Das ist das schön. Gern zum Depth Store. Ich hier verkaufen? Okay, ich hätte gern hier Picnic Lunch weg. Dann hätte ich als nächstes gerne nochmal Picnic Lunch weg. Und Cargo Express. Ich würde gern liefern. Bis zu drei. Nee, Pickup. Pickup wollte ich. Muss ich jetzt hier nach draußen gehen, damit das auch funktioniert. Okay, das habe ich auch noch nicht gehabt, dass direkt eine Magic Butterfly in mich drinnen spawnt. Das einmal. Pencil Eraser brauche ich nicht mehr, dann Back of Turgenite scheint mir auch zu wertvoll zu sein, die jetzt einfach wegzuschmeißen. Auch sonst noch irgendwas nicht. Den Wula. Okay, dann wird es auch Zeit, an der Stelle mal den Part zu beenden. Ich meine, 40 Minuten. Jetzt wissen wir unsere Mutter, sag ein Wort. Hier fallen keine weiteren Texte mehr ein. Unser Vater, $800 im Bankaccount. Damit haben wir jetzt etwas mehr als 40.000. Ness braucht noch 9.000. Jeff braucht 30.000. Speichern. Und Schluss machen. Dann sage ich an der Stelle, ciao Leute. Wie schmeckt dir das?